Ich habe eine Behinderung. Seit meiner Geburt bin ich auf einen Rollstuhl angewiesen. Und auch wenn ich sagen würde, dass ich nicht direkt darunter leide, würde ich natürlich lügen, wenn ich behaupten würde, dass es nicht manche Situationen belastender, herausfordernder und anstrengender macht, als sie sonst wären. Doch es gibt noch eine andere Art der Behinderung. Beziehungsweise, ich möchte die Frage stellen, was Behinderung ist. Und wenn wir uns auf diese Frage einlassen, müssten wir uns zuallererst die Frage stellen, wie denn der Mensch beschaffen ist, was der Mensch für Bedürfnisse hat. Und man wird ganz, ganz schnell feststellen, dass der Mensch ein unheimlich soziales Wesen ist. Das sieht man schon allein daran, wenn wir aus einer Gemeinschaft ausgeschlossen werden. Das heißt, immer dann, wenn wir die zutiefst schmerzliche Erfahrung durchleben müssen, dass wir so wie wir sind nicht dazugehören dürfen, dass wir nicht mit unseren einzigartigen Talenten und Potenzialen gesehen werden. Immer dann, wenn wir das Gefühl haben, wir dürfen nicht so sein, wie wir sind, da ist niemand, der uns meint. Die sind an unseren Leistungen interessiert, an unserem Verhalten interessiert, aber nicht an dem eigentlichen Kern unserer Person. Immer dann, wenn wir das Gefühl haben müssen, ich bin hier eigentlich nicht so richtig willkommen. Beziehungsweise, ich kann das, was mir wichtig ist, hier nicht zeigen. Ich kann hier nicht so sein, wie ich bin. Immer dann kommt es zu einer Aktivierung derselben Netzwerke in unserem Hirn, die auch dann aktiviert werden, wenn wir einen körperlichen Schmerz empfinden. Ist es nicht krass, Leute? Wir sehen zum Beispiel auch, dass tiefe Einsamkeit den gleichen biologischen Stresslevel zufolge hat wie ein körperlicher Angriff. Das ist kein Scheiß, das ist wirklich so. Und daraus folgt doch was ganz Erbittertes. Daraus folgt was nicht sehr Schönes. Daraus folgt nämlich, dass jemand, der diese ganzen Erfahrungen durchleben muss, dass er an seinen Leistungen gemessen wird. Da niemand ist, der ihn als Person meint, nur die Leistungen zählen, die die anderen für wichtig erachten. Und nicht das, was man aus seinem Inneren heraus selbst für wichtig erachtet. Jemand, der diese Erfahrung macht, in ein Schema gepresst zu werden, in das er eigentlich noch nie reingepasst hat, der hat eine sehr tiefgreifende Behinderung. Die ist genauso tiefgreifend wie meine Behinderung, denn so ein Mensch ist schon rein biologisch unfähig, seine Potenziale zu entfalten. Sein ganzer Organismus ist ja dann auf Abwehr aus. Solange der Rückzug, die Abwehr erforderlich ist, solange kann keine Entfaltung passieren. Wir sehen das in den Statistiken. Wir sehen in einer Statistik von 2017, dass zu diesem Zeitpunkt ungefähr 3%, etwa 3% aller Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 17 Jahren an einer Depression litten. Das bedeutet, enorm, enorm verzweifelt waren und das über eine lange Zeit, jeden Tag. Und einige von ihnen waren so schwer verzweifelt, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten. Das waren im Jahr 2017 18.000 Kinder und Jugendliche, die wegen einer Depression stationär in Behandlung waren. So. Und jetzt gibt es aber einen ganz entscheidenden Unterschied zu meiner Behinderung. Bei meiner Behinderung würde niemand auf die Idee kommen, zu sagen, jetzt arbeite mal daran. Kannst du aus dem Rollstuhl steigen? Kann doch nicht so schwer sein. Also, ist doch alles, wir haben doch alle funktionierende Beine.
Ne? Die musst du doch auch haben. Ne? Kostet viel Arbeit, ist mühsam. Aber steig mal aus dem Rollstuhl. Käme niemand auf diese Idee. Niemand. Und bei vielen Kindern und Jugendlichen tun wir genau das. Und denken, dass es gewisse Faktoren gibt, die man durch eine Arbeit optimieren könnte. Und das treibt mir einen ganz kalten Schauer den Rücken runter. Und ich möchte damit nicht sagen, dass ich gegen psychotherapeutische Behandlung bin. Überhaupt nicht. Eine Sache möchte ich damit auch nicht sagen. Ich will nicht sagen, dass ich wüsste, wie es besser ginge. Ich will nicht sagen, dass ich eine Lösung hätte. Die habe ich nicht. Diese Lösung dafür habe ich nicht. Das will ich auch gar nicht sagen. Mir war es wichtig, den Vergleich herzustellen zu meiner Behinderung. Und ich habe vorher dargelegt, warum ein Mensch, der sich nicht gesehen und wertgeschätzt fühlt, auch eine Behinderung hat, nämlich behindert ist, seine Potenziale zu entfalten. Und wie gesagt, ich will damit überhaupt nicht sagen, dass ich gegen eine Form der psychotherapeutischen Behandlung bin. Ich will damit auch nicht sagen, dass ich nicht in gewissen Einzelfällen oder dass ich absolut immer ein Gegner von Medikamenten bin. Selbst das will ich noch nicht mal sagen. Ich will überhaupt keine Aussagen über die Qualität dieser Depressionsbehandlung in Deutschland verlieren. Was ich aber sagen will ist, bevor wir irgendwelche defizitären Denkmuster annehmen, bevor wir eine zu niedrige Resilienz, eine zu niedrige Widerstandskraft annehmen, sollten wir ganz genau prüfen, was für Bedürfnisse Kinder eigentlich haben. Und ich habe einen sehr wahren Gedanken gehört, der mich sehr berührt hat. Und der liegt ganz einfach darin, dass Kinder es sich wünschen, dass das Motorrad, was sie gerade gebaut haben, dass das genauso wertgeschätzt wird. Oder noch viel mehr wertgeschätzt wird, weil es ihr Werk ist, wie die Schulnote, die sie gerade mit nach Hause gebracht hat. Und das will ich damit sagen. Versteht schon, was ich meine. Und egal, um welche Form der Behandlung, egal wo drauf die Wahl fällt, sollte niemals darum gehen, irgendein Ziel zu erreichen. Nie, niemals. Es sollte nie darum gehen, dass sich das Kind dann besser anpassen kann an gewisse Dinge, die wir für notwendig haben. Wenn wir uns für so etwas entscheiden, dann sollte es immer, aus meinen Augen zumindest, darum gehen, dass das Kind eine neue Erfahrung machen kann von einer Person, die ihm vertraut und die ihm mehr zutraut, als es sich selbst zutraut. Denn das Interessante ist, sagt ein ganz großartiger, bekannter Psychologe, Carl Rogers, es gibt ein ganz, ganz, ganz merkwürdiges Paradoxon. In dem Moment, wo ich mich so akzeptiere, wie ich bin, verändere ich mich. Und warum tue ich das? Weil ich über mich selbst hinauswachse. Also machen wir unseren Kindern doch das Geschenk, sie so zu lieben, wie sie sind. Ich danke euch von ganzem Herzen fürs Zuschauen. Wenn euch die Botschaft genauso berührt und genauso am Herzen liegt, wie sie mich berührt und mir am Herzen liegt, würde es mich sehr freuen, wenn ihr das teilt. Aber auch wirklich nur dann, wenn ihr das Gefühl habt, das ist wertvoll. Ich danke euch. Von ganzem Herzen.